Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag und herzlich willkommen hier auf meinem neuen YouTube-Kanal. Ich bin nur irgend so ein Typ im Internet und an diesem Sonntag geht eine Serie los hier und zwar Sonntags OS. Ich werde jeden Sonntag ein Betriebssystem installieren und zwar komplett von vorn bis hinten durch und wir werden dann mal schauen, was wir mit dem Betriebssystem so machen können. Wie ändert man ein Hintergrundbild? Wie kann ich die Software, neue Software installieren? Wie kann ich Updates durchführen? All das gucken wir uns an und dabei lege ich mich auch nicht auf ein bestimmtes Betriebssystem oder eine Betriebssystemserie fest, sondern wähle das ganz spontan aus, was so alles verfügbar ist. Oder vielleicht kannst du ja schon mal eine Idee in die Kommentare schreiben. Heute zufällig gefunden, EuroLinux kenne ich noch gar nicht. Scheint ein Red Hat Enterprise Linux zu sein oder zumindest ein Fork, ist auch kostenpflichtig, wenn man es dann in einem vollen Umfang nutzen möchte, also wie zum Beispiel die Repositories. Da kommen wir aber dann gleich noch zu. Grundsätzlich ist EuroLinux ebenfalls Free and Open Source zum Installieren. Und ja, dann wollen wir doch mal schauen, ob das Betriebssystem auch für den Privatgebrauch geeignet ist und wie das überhaupt aussieht, wenn man EuroLinux installiert. So, und hier habe ich die CD auch schon eingelegt im Rechner und sobald man den Rechner einschaltet und die CD geladen ist, ist das hier der erste Bildschirm, den man hat. Man kann sich aussuchen, Install EuroLinux oder Test this Media. Enter und los geht's. Oh yeah, es geht los. Alles grün. Okay. So, hier sehen wir auch schon, was jetzt gestartet wird. Jetzt wird das Installationsprogramm gestartet und ich sehe, es handelt sich dabei um Anaconda, das ist der Name des Installers. Hier werden wir jetzt erstmal unsere Sprache auswählen. Deutsch, Deutschland, fortfahren. Und er hat das alles schon auf Deutsch eingestellt. Hervorragend. So, dann gucken wir mal, ob wir die Tastatur noch mal ein bisschen ändern können. Denn hier steht ohne Akzenttasten. Das ist auf der Tastatur neben dem SZ zum Beispiel, sind ja diese Akzenttasten oder auch links neben der Ziffer 1, nicht im Ziffernblock, sondern in den Zahlenreihen. Da gibt es ja dann dieser kleine Haken nach oben mit diesem kleinen Gradzeichen. Das wäre bei diesem Tastaturlayout ohne Akzentzeichen nicht dabei. Und deswegen fügen wir das jetzt einfach mal schnell hinzu. Einmal Deutsch und Deutsch. Und zwar Noted Keys ist dann das Ganze. Einmal hinzufügen, das können wir entfernen. Und jetzt haben wir hier auch, jawohl, die Tasten und ja, und die auch. Sehr schön. Funktioniert sehr schön. Sollte man immer gleich einstellen, das ist ganz besonders wichtig, gerade wenn du Sonderzeichen in deinen Passwörtern nachher hast, wenn du Passwörter festlegst, ja, stelle auf jeden Fall gleich zu Beginn die Tastatur so ein, wie du sie nachher nutzen wirst. Ansonsten hast du möglicherweise das Problem, dass du nachher nicht reinkommst in dein Betriebssystem, nachdem du es installiert hast. So, was machen wir als nächstes? Wir können mal mit dem hier beginnen. Hier leuchtet rot, automatische Partitionierung auswählen. So, das ist die Festplatte. Eine 50 GB Festplatte habe ich drin. Da ist ein Haken auch drin, das kann automatisch konfiguriert werden. Wir wollen es nicht verschlüsseln. So, Speicherplatz freigeben. Ja, ich habe hier nämlich schon was drauf installiert. Ich habe hier schon meine Testinstallation gemacht. Wir werden das jetzt hier einfach alles löschen. Jawohl, Speicherplatz freigeben. Dann warten wir kurz und jetzt sollte das hier alles funktionieren. Okay, hat er das oder hat das nicht? Nein, hat er nicht. Also löschen wir das auch. Löschen das. Und löschen das auch. Achso, nee, dann hat das doch geklappt. Okay. So, dann weiter. Datum und Uhrzeit. Wir befinden uns hier in Deutschland, in Berlin. Und nutzen die Netzwerkzeit, die natürlich wahrscheinlich nicht funktioniert, weil ich noch eine Kleinigkeit vergessen habe. Nämlich das Internet einzuschalten. Zack, verbunden.
über meinen Ethernet-Anschluss. Ganz normal geht es ins Internet nach draußen. Und hier unten können wir dem Rechner auch schon mal einen Namen vergeben. Ich nenne ihn einfach euro.local. Machen wir euro.local anwenden. Dann wird das nachher super angezeigt. So, was können wir hier noch so konfigurieren? Schönes. Ah ja, hier können wir das Internet konfigurieren. Das ist ja interessant. Wenn man eine VPN-Verbindung oder gerade in Firmennetzwerken eine Proxy-Verbindung benötigt, kann man das hier einstellen. Schon während der Installation. Prima. Ich brauche das nicht. Mir reicht das ganz normale Internet. Und einmal fertig. Sprache Deutsch. So, was haben wir denn hier noch Schönes zum Ausprobieren? Hier unten mit dem Root-Passwort und Benutzererstellung kommen wir gleich dazu. Ich weiß, das ist der Elefant im Raum, der leuchtet dann gerade rot und schreit förmlich danach, geändert zu werden. So, kein Inhalt gefunden. Bitte geben Sie den Datenstrom oder die Archiv-URL ein. Habe ich keine. Und das spielt aber für uns hier keine Rolle, weil wir ja hier nicht an ein Enterprise-System gerade angeschlossen sind, sondern tatsächlich nur so ein bisschen hier ruminstallieren. Installationsquelle haben wir nur die CD selber. Es gibt keine Online-Repositories hier. Softwareauswahl können wir schon mal dann überlegen. Das ist quasi wie der Arbeitsplatz plus noch ein paar Sachen, die vielleicht ganz interessant sind. Schauen wir mal. Dann hatten wir eigentlich die Netzwerkzeit schon. Jetzt funktioniert die Netzwerkzeit. Ja, jetzt haben wir nämlich auch Internet. Und dann wollen wir mal schauen. Schade, die Netzwerkzeit funktioniert nämlich nicht. So, das heißt, hier ist ein rotes Symbol, das bedeutet, hey, ich kann das hier nicht erkennen. Das können wir aber mal ganz schnell berichtigen. Und zwar nehmen wir einfach den Zeitserver de.pool.ntp.org und et voilà, funktioniert super hervorragend. So, dann einmal weiter. Root-Passwort. Root ist der Chef, der darf alles verändern. TYP. 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 So. Fertig. Ja, nochmal. Steht hier unten. Muss zweimal bestätigt werden. So, vollständiger Name. Mein Name ist Typ. Benutzername ist Typ. Ich kann Administrator sein und mein Passwort ist super schwer, super kompliziert und so weiter. Was können wir denn hier noch Schönes einstellen? Aha, mein Home-Verzeichnis wird nachher so aussehen. Und den Rest können wir so lassen, wie er ist. Fertig. Ach so, und nochmal. So, dann sieht das Ganze. Jetzt leuchtet auch nichts mehr rot. Installation starten. Und los geht's. Und zack, schon ist er auch schon fertig. So, Euro Linux is now successfully installed and ready for you to use. So, das bedeutet, wir müssen das System jetzt einmal neu starten. Und dann bin ich mal gespannt. Los geht's, Neustart. Tada! Jetzt sind wir hier im Grub Bootloader drin. So, wir starten das Oberste und jetzt bin ich mal gespannt, ob alles funktioniert hat mit der Installation oder ob es irgendwelche Probleme gab. Schwarzer Bildschirm und, ah ja, und da sind wir auch schon da. Wir sind immer noch im Anaconda, an der Installer und wir müssen jetzt hier noch die End-User-License-Vereinbarung, die Lizenzvereinbarung unterschreiben. Dennoch bleibt alles Open Source. So, Lizenz akzeptiert, Konfiguration abschließen und wir müssten jetzt in den Login-Bildschirm kommen und da sind wir auch schon. Super, perfekt. Internet haben wir, Kabel gebunden, supi. Und dann Typ, das sind wir. Typ, das sind wir auch und wir schauen mal nach. Allerdings nehme ich mal hier X11-Anzeige unter X.org. Das funktioniert ein bisschen besser hier auf der virtuellen Maschine, denn Wayland ist ein bisschen laggy, wie man so schön sagt. Also es hakt dann immer ein bisschen. So, Deutsch weiter, deutsche Tastatur weiter.
Datenschutzordnungsdienste brauchen wir nicht. Problemberichterstattung brauchen wir jetzt auch nicht. Wir werden keine Probleme haben. Und mit Online-Konten werden wir uns jetzt erstmal nicht verbinden. Und das war auch schon die Ersteinrichtung. Super, Eurolinux starten. Und GNOME, sehe ich hier, ist also unser Desktop. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich mal ganz schnell noch die Anzeigeeinstellung und die Auflösung ändern. Und zwar Full HD. Da haben wir es und tada! Beibehalten. Jetzt haben wir endlich mal eine vernünftige Auflösung. WLAN und Bluetooth habe ich jetzt in meiner virtuellen Maschine nicht aktiviert. Und hier können wir auch den Hintergrund ändern. So, gucken wir mal, was wir hier an schöne Hintergrundbilder haben. Ja gut, ist ein bisschen traurig, zwei Stück. Aber wie gesagt, das ist ein Workstation-System. Da ist auch gar nicht vorgesehen, dass der Nutzer, der Mitarbeiter nachher hier irgendwas ändert. Der Hintergrund wird in der Regel vom Administrator eingestellt. Aber ich will hier trotzdem mal einen eigenen Hintergrund jetzt einfach mal hin mal basteln. Mal schauen, ob das funktioniert. Wir suchen uns hier ein schönes Bild im Internet. Und zwar habe ich hier was Schönes von Jonas Allert. Ich liebe ja Wälder. Und das ist ein freies Bild. Das können wir herunterladen und nutzen. Und wenn du Jonas Allert unterstützen möchtest, kannst du hier direkt auf Unsplash gehen und ihm auch mal Danke sagen. Per Tweet kannst du ihm vielleicht auch spenden. So, sei es drum. Wir machen hier wieder zu. Tabs schließen. Nochmal Hintergrund ändern. Hintergrund, Bilder und wir gehen in den Bilderordner. Da ist aber nichts drin, weil unser Bild ist im Download-Ordner drin. Dann schieben wir den da jetzt rein. Und da ist es auch schon. Auswählen. Bam! Fertig. So einfach geht das. Ich brauche auch nichts speichern. Ja, man muss nicht irgendwas einstellen und dann speichern, sondern es genügt tatsächlich einfach nur Bild auswählen. Zack. Wow, ist das nicht ein geiles Bild? Ha, wunderbar. Gut. Ihr habt ja jetzt gerade gesehen, ich habe hier oben drauf gedrückt auf Aktivitäten. Hier wird jetzt im Prinzip angezeigt in dem Fenster, wo wir nichts sehen, welche Fenster gerade offen sind. Wir können jetzt mal hier einen Dateimanager aufmachen und vielleicht nochmal den Browser. Vielleicht hier. Und wenn ich jetzt auf Aktivitäten gehe, dann werden alle meine offenen Fenster so nebeneinander angezeigt. Das ist super praktisch, gerade wenn man sehr, sehr viele Sachen aufmacht. So, das brauchen wir jetzt mal nicht. Das können wir wieder zumachen. Ich gehe jetzt mal in das Terminal, denn Linux wäre nicht Linux, wenn man nicht einmal wenigstens das Terminal verwendet hat. Denn wir haben in unserer Checkliste den ersten Punkt schon weg, nämlich Hintergrundbild ändern. Super, ging ja einfach. Rechtsklick, Hintergrund ändern. Super, super einfach. So, kommen wir nun zum zweiten sehr, sehr wichtigen Punkt auf meiner kleinen To-Do-Liste hier. Bei jedem Betriebssystem ist das einer der ersten Dinge, die ich wissen möchte, ist, wie kann ich mein System aktualisieren? Und vor allem, welchen Linux-Kernel habe ich drauf? Wir gucken mal, wie der aktuelle Kernel ist unter kernel.org. Kann man das immer nachschauen. So 5.13 ist jetzt der letzte Stable Release, aber die Enterprise-Systeme laufen immer mit Long-Term-Kernels. Das heißt, ich erwarte jetzt wenigstens irgendwie 5.10 oder wobei ich könnte mir vorstellen bei einem Red Hat, dass wir hier immer noch so im 4er-Bereich 4.14, 4.19 sind. Müssen wir mal gucken. Können wir ja mal nachschauen und zwar mit uname -r. Und zack, da war ich gar nicht mal so schlecht. Kernel 4.18 EL8 Version, also Enterprise Linux 8, ist also ein eigener Kernel, basierend auf noch vor dem 4.19er Long-Term Release. So, was machen wir als nächstes? Ja, Update, das war das Stichwort. Das können wir gleich mal machen. Und zwar bei Enterprise, bei Red Hat, wird das Ganze mit Yum geupdatet. Yum ist quasi der Paketmanager und mit Yum Check Update können wir mal schauen, ob denn Updates verfügbar sind. Und letzte Prüfung. So, hier haben wir jetzt mal vor uns die
drei Repositories, die nämlich auf der CD quasi drauf waren. Das ist einmal Base OS, dann der App Stream, wo ein paar Programme und Software drauf ist und ein paar Power Tools. Das sind dann so Administrationstools. Es gibt natürlich von Eurolinux noch sehr viel mehr Repositories. Die muss man allerdings dann, die kriegt man dann nur, wenn man bezahlt. Ja, so, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir updaten können. Update. Und der sagt mir hier, nee, nee, ist nicht. Da musst du höflich bitte sagen. Kein Problem. Sudo, wir sind ja Administrator, haben wir ja bei der Installation auch festgelegt. Und ja, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Das Passwort ist das hier. Und Abhängigkeiten sind aufgelöst. Es gibt nichts zu tun. Pakete sind nicht zu aktualisieren. Habe ich auch erwartet, weil wir haben ja direkt von der CD installiert und wir haben keine Online-Repositories. Das heißt, möglicherweise können wir auch keine Software installieren, die auf dem Markt draußen verfügbar ist. Ich dachte da zum Beispiel an Stacer. Stacer ist so eine Systemverwaltung. Schauen wir mal. So, genau. Also mit sudo yum install und dann das jeweilige Programm, in dem Falle Stacer, kann man dann ganz normal Software installieren. Er hat das Programm aber nicht gefunden, weil es in den Basis-Repositories oder auch im AppStream leider nicht enthalten ist. Allerdings können wir uns hier einem kleinen Trick widmen. Und zwar bietet Red Hat Enterprise Linux auch freie Community Packages an, nämlich die sogenannten Extra Packages for Enterprise Linux oder kurz EPL. Ja, also EPL. Und auch der Community Enterprise Linux Repository, also ELRepo. Ja, die Community Repos ELRepo. Und ja, dann machen wir das doch mal und werden die ganz einfach mal installieren. Dazu nehmen wir, was nehmen wir denn? Ja, habe ich jetzt hier schon mal was vorbereitet. So, sudo install. Dann habe ich hier von Fedora, habe ich das EPL Release, das letzte von Red Hat 8. Und wir haben ja EL 8, also Euro Linux 8. Und damit ist das auch das richtige Repository. Und jetzt wird das einmal heruntergeladen. Und ich muss nochmal bestätigen, dass ich das auch möchte. Also, ja und fertig. Super schnell, super einfach. Jetzt ist das Repository drinnen mit Pfeil nach oben. Kann ich jetzt nochmal die Listen updaten? Und jetzt sehen wir auch schon, steht da for Enterprise Linux Modular 8 und Linux 8. Das sind jetzt die neuen Listen, die hinzugekommen sind. Und weil das Ganze so einen Spaß gemacht hat, machen wir das Ganze gleich nochmal weiter und laden hier noch die L-Repo-Liste runter, die Enterprise Linux Community Repositories. So, einmal hier, was? Ah ja, Udo hat er nicht gefunden, ganz klar. Dann einmal sudo und weiter geht's. Jetzt wird das L-Repo-Release heruntergeladen. Einmal auf Ja, das wollen wir. Und Update Community Enterprise Linux Repositor. Und das bedeutet, wir können sudo yum install Stacer nochmal probieren. Und et voilà, jetzt hat er das gefunden, inklusive aller notwendigen Abhängigkeiten. Und da sagen wir doch mal Yo. Und ja, herunterladen erlauben und ja, installieren auch erlauben. Und damit sind wir einverstanden. Er möchte alles bestätigt haben. Und damit sind wir fertig. Fertig installiert. Super schnell, super einfach. Und dann schauen wir jetzt hier in der Programmliste Anwendungen anzeigen. Und hier ist Stacer. Hier in der Mitte klicken wir mal drauf. Und voilà. Quit. So, super. Wollen wir noch was installieren? Ja, ich habe da noch eine Kleinigkeit, die ich immer gerne mit installiere, ist NeoFetch. Zack. Einmal ja. Und dann wahrscheinlich nochmal bestätigen. Ja, das macht er jetzt doch alles schon alleine. Ja, fertig. Dann
Clear und Neo Fetch starten. Bam. Sehr schön. Und schon kann man sich das Ganze hier im Browser schön angucken, halt nochmal clear, nochmal schön aufräumen und zack. Ja, hier das schöne ASCII-Logo, hier mit Eurolinux und hier wird dann auch nochmal angezeigt, ja, so Daten und Fakten zu diesem Betriebssystem. Ja, was kann man jetzt hier noch so Schönes sagen zu Eurolinux? Es ist tatsächlich nicht allzu viel installiert worden im Hintergrund. Es fehlt zum Beispiel eine komplette Office-Bibliothek, wie zum Beispiel LibreOffice. Hätte ich mir jetzt sehr gewünscht, dass das schon vorinstalliert ist. Kann man natürlich nachinstallieren. Ansonsten so ein paar Sachen wie der Taschenrechner ist dabei, auch ein PDF-Viewer, ein Dokumentenbetrachter ist dabei. Und der Internetbrowser Firefox als Standardbrowser und wir haben Dateien. Das ist quasi ja, der Dateimanager und da ist es ähnlich, wie man das bei allen Betriebssystemen kennt, schon die Ordner soweit vorgegeben. Und was mich auch ein bisschen überrascht hat, ist Boxen ist vorinstalliert. Boxen ist ebenfalls ein Programm zum Erstellen von virtuellen Maschinen oder auch virtuellen Anwendungen einfach nur. Finde ich interessant, dass das hier schon vorinstalliert ist, dass das hier schon drauf ist. Und da war sonst noch was. Ja, und virtuelle Maschinenverwaltung. Hier. Da braucht man Root. Ja, Checking for Packages. Ja, hier nochmal. So, und ja, jetzt sind wir bereit. QEMU KVM ist schon voreingerichtet. Man könnte sofort loslegen und eine virtuelle Maschine erstellen. Fa unfassbar, hätte ich nicht gedacht. Finde ich super. Ja, kommen wir nun zum Fazit. Beziehungsweise bevor wir zum Fazit kommen, kannst du ja jetzt schon mal unten in die Videobeschreibung schreiben oder mitteilen, welches Betriebssystem du denn vielleicht sehen möchtest an einem Sonntag und vor allem, was sollen wir denn hier noch testen? Also was soll mit auf dieser Checkliste mit drauf, wo du sagst, hey, das müssen wir auf jeden Fall mal noch durchführen und getestet werden, um ein Betriebssystem zu testen. Gut, Fazit. Eurolinux selber bietet einen hervorragend lizenzierten Support, kostet zwar eine Menge Geld, aber hey, immerhin noch weniger als Microsoft-Lizenzen und es ist wie gesagt alles Open Source. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet.